Hallo zu einem neuen Unboxing. Ich habe Post bekommen. Was da drin ist, ja, erfahren wir gleich. Das da drin ist ein Kleinanzeigendeal. Er hat mich gesamt mit Versandkosten 125 Euro gekostet. Ich habe irgendwie nicht so ein gutes Gefühl dabei. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß nicht, ob ich zu viel bezahlt habe, zu wenig bezahlt habe. Ich bin nicht hundertprozentig zufrieden. Was ist da drin? Es ist etwas von Transformers da drin und es ist von Diaclone da drin, also Prä-Transformers. Es sind wirklich, sollen 80er-Jahre-Sachen da sein. Ja, und irgendwie, ich meine, die sind nicht ganz vollständig, die Sachen. Und irgendwie fühlt sich es komisch an. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir uns nach, ob es sich gelohnt hat, ob ich vielleicht einen Ziegelstein drin habe. Oder wer weiß, es ist schwer. Und ja, schauen wir uns das Ganze an. Ich schneide es auf. Na. Richtiges Gafferband. Richtiges Klebeband. Richtig aufschneiden. Das sind diese Gafferbänder haben ja so ein. Haben wir so Stofffäden dazwischen, dadurch sind sie etwas schwerer zu schneiden. Ne? So, komm, jetzt haben wir es da auf und jetzt noch oben. Und ich hoffe, dass es auch gut verpackt ist. Ne? Bei so einem kleinen Paket, obwohl es ein bisschen mehr sein sollte, ist man ja auch immer ein bisschen skeptisch. Gut. Keine Ahnung, hier ist, ich sehe ein bisschen Zubehör. Ich werde mir das. Ich habe hier einen Stuhl, den ziehe ich mir etwas kurz ran und dann packen wir das Ganze mal aus. Messer lege ich erstmal zur Seite und fangen wir an. Und hier haben wir zwei, das wusste ich auch, dass hier auch leider auch eine Beschädigung vorliegt, zwei Diaclone Reflektor von dem Fotoapparat von Transformers. Er hat leider einen Arm weniger, der ist hier ausgehakt, aber ansonsten sieht das recht gut aus. Ich habe mal ein Knock-Off davon oder eine neue Nachauflage mir gekauft. Ja, sieht nicht schlecht aus, sind auch recht gut. Und ich gucke jetzt mal, hier steht wirklich Takara, noch kein Hasbro, also es ist Diaclone. Die sind, ich habe die als Kind auch immer Diaclone gesehen. Ja, ich lege sie hin. Und ja, ist jetzt nicht perfekt. Ich sagte ja gerade, Zubehör für die fehlt auch. Der dritte sollte auch noch im Bunde sein. So, und hier haben wir auch etwas im Bunde. Hier steht auch was drauf. Das ist so auf gelb geschrieben, auch Takara. Wofür, ob es Transformers gehört, das weiß ich nicht. Hier ist ein Federmechanismus. Hier kann man was auslösen. Es könnte G.I. Joe sein. Das weiß ich noch nicht. Ich bin mir da auch nicht hundertprozentig sicher, wozu es alles gehört. Ansonsten, das war nur Verpackungsmaterial. Hier habe ich eine Kugel. Und weiter geht es. Nehmen wir den Teil. Ich weiß nicht, was das ist. Und hier ist auch. Es könnte auch von den Dings hier sein, von den Action Masters, das ist das irgendein Feature ist von den Transformer. Hier ist jetzt nichts weiter drin. Hier so ein Saurier. Und ich glaube, wenn ich hier irgendwie drücke, genau, dann fährt er hoch. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob es ein Action Master ist. Das wird sich zeigen. Das werde ich nachforschen. Auf jeden Fall, ich packe es nur mit euch erstmal aus. So, hier haben wir auch was weiteres und das ist, wie gesagt, nicht vollständig, aber ich sehe schon, dass es alt ist. Es sind wahrscheinlich auch Teile von einem Diaclone-Roboter von aus den 80ern. Takara steht auf jeden Fall drauf. Also es ist schon alt. Ich weiß gar nicht, wie ich bewegen. Es gab für die mehrere auch Roboter. Das kommt man in ein Raumschiff. Oh, hier kann man es knicken. Roboterteil. Und das kommt man in ein Raumschiff. Und ihr seht, hier kann man es irgendwie knicken. Aber ich weiß jetzt nicht genau.
Ach so, hier kann ich noch so Fänge nach vorne machen. Das ist auch bespielt. Oh, ich habe Angst. Ich habe Angst, das kaputt zu machen. Aber egal, wir schauen uns das an. Das sind Teile wahrscheinlich auch nur von dem Transformer-Teil. Hier habe ich eine Tüte, da ist noch mehr drin. Und das weiß ich, das, was es war. Das war von Multiforce 14 Teile, aber auch nicht alle Teile. Und dann bin ich in einer Tüte. Und das sind sozusagen die Füße. Hier fehlt gar nicht so viel, wenn ich das sehe, zu Multiforce 14. Das sind sozusagen Fußteile, das sind seine Beinteile. Gucke ich mal so, dass ich das sehe. Das sind die Fußteile. Und die kann man dann hier reinstecken, sozusagen. So verwandle ich ihn dann. Lasse ich jetzt aber mal. Und kann man auch, hier kann man dann aufklappen und dann steckt man die zusammen. Und hier, das ist ein Armteil. Ihr seht, das ist zusammengesteckt. Das sind jetzt einzeln. Nochmal, zweimal. Also was fehlt, das sehe ich ja auch sofort, ist der die Hüfte sozusagen. Also ich habe die Beine, irgendwie ein Haar dran, das Haar in der Suppe. Und hier haben wir den, noch ein Haar. Und hier haben wir den Hauptteil mit dem abschießbaren Kanon. Das ist nicht schlecht. Das heißt, es fehlt nur noch dieser Teil hier unten. Und der Kopf, da kann man das vorsetzen. Richtig cool. Ich habe ihn boxt, wo ich ganz stolz bin auf Multiforce 14. Und ich habe ihn einmal lose aus meiner Kindheit. Jetzt habe ich nochmal Ersatzteile. Wie gesagt, wenn ich dieses eine Mittelstück finde, habe ich ihn eigentlich komplett. Bis auf die Projektile, da habe ich zwei Stück für mich, für meinen anderen. Aber in dem Sinne würde das jetzt fehlen. Ja, also wie gesagt, gut. Preislich kann man so sagen, da es echt ist, sind die schon was wert. Also jedes Teil wird mit einzeln auch schon mit 10 bis 15 Euro gehandelt teilweise. Aber es fühlt sich trotzdem komisch an. So, was haben wir hier? Und hier haben wir auch noch mal ein Roboterteil. Ich weiß nicht, ob die zusammengehören. Das ist ja das, was ich noch rausfinden muss. Und das ist auch alles Takara. Das ist Diaclone hat nicht nur Pre-Transformer hergestellt. Das kam später alles. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wo es zugehört. Aber es kann durchaus sein, dass das nämlich so, ja, das zusammen. Und hier haben wir, guckt, genau, vorsichtig umgeklappt, die wieder rein. Hier kann ich mir den Skorpionschwanz, wie auch immer. Hier ist ein Brustbereich, hier haben nämlich Figuren drin gestanden. Hier würden jetzt die Fäuste fehlen. Cool. Mal sehen, was haben wir noch? Vielleicht können wir ihn ja vervollständigen. Wozu das gehört, weiß ich jetzt nicht, aber das wird sich alles zeigen. Und warum der Deal, wie gesagt, der fing an, weil er einen Teil das hier angeboten hat. Und das ist auch von Diaclone, auch was sagt Prä-Transformers-Zeit. Alter, das ist so eine kleine Raumfahrzeug, was sich auch verwandeln kann als Basis. Das kann sich aufklappen. Hier ist sogar noch eine Torpedo dabei. Was dazu gehört, muss ich echt noch rausfinden. Ihr seht, das ist so eine Sache. Da waren noch kleine Männchen, die das zum Steuern waren. Das gab es auch und ich glaube nicht mal, dass das Torpedo hier zugehört. Lege ich mal hier hin. Wollte ich auch schon mal haben. Ist ein
Fahrzeug, was von Diaclone rausgebracht wurde, was jetzt ja, zusammen hat Diaclone die Sache eben halt mit Transformers rausgebracht. Vor Transformers noch kurz, um die 85. Das ist so um die 1985, obwohl die teilweise älter sind, weil die in Japan wesentlich älter raus erschienen sind. Oder noch älter, teilweise Mitte der 80er, Anfang der, zwischen den 70er und 80ern sogar. Also Wahnsinn. Hier auch mit Magnetflächen, da können dann die Figuren draufstehen. Weiter verwandelt er sich auch nicht. Hier kann man irgendwas abschießen. Was genau, weiß ich jetzt auch nicht. Also, das werde ich alles noch rausfinden müssen. Aber es ist ein Original Takara, steht hier riesig drauf. Und darum kam es mir an. Ich habe mich jetzt ein bisschen hochkandeln lassen. Ich weiß nicht genau, ob ich gut liege oder schlecht liege. Das werden wir sehen. Sagt mir, was ihr denkt auf jeden Fall zu dem ganzen Deal. Ich weiß auch noch nicht, was da bei mir in der Versammlung bleibt, weil es auch sehr viel Einzelkram ja ist. Und ich weiß noch nicht genau, wo es eben halt hingehört. Die Takara hatten auch, hier steht auch, glaube ich, ganz kurz Takara drauf. Das kann hier, hier irgendwie aufklappen kann. Genau, hier kann ich irgendwie eine Waffe, es könnte etwas zum Action Master gehören, ausklappen. So eine Art Standkanone. Wird sich zeigen, auf jeden Fall. Bei denen dachte ich eigentlich, der dritte wäre dabei, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Ich muss die Fotos auch nochmal durchgehen. Das ganze Set zusammen sollte 90 Euro kosten. Und dann habe ich inklusive Versand den Rest noch gezeigt. Das ist dann Transformers. Hier bin ich mir wirklich nicht so sicher. Ich dachte, der dritte ist auch dabei, aber gut. Werde ich nochmal die Fotos genau gucken und wenn, werde ich dem auf den Zahn führen. So, und jetzt kommen ein paar Sachen von Transformers und davon wollte ich eigentlich nur eine Sache haben. Ist auch gut verpackt hier, also verpackungsmäßig können wir nichts Gegenteiliges sagen. Und zwar fange ich an. Zwei Bücher, englische Bücher von Transformers. Und zwar haben wir einmal Autobots Lightning Strike, das sind britische Bücher, sind auch in Englisch, England rausgekommen. Sind die Figuren, ist halt eine Kurzgeschichte und die Figuren sind stark nach den, oder die Charaktere sind nach den Actionfiguren gezeichnet worden. Deswegen sind die auch manchmal so ein bisschen seltsam aus. So, das gab es, diesen Autobot Lightning Strike. Und was mir wichtig war, was ich nämlich noch nicht hatte, ich habe das glaube ich schon, deswegen das wird mich verlassen, aber ich wollte haben Transformers the Movie, das Buch. Auch schön hier mit Bildern aus dem Film. Und auch hier drin die Geschichte des Films und sehr viele Bilder. Richtig toll. Ich werde da auch nochmal Durchblätter-Videos machen. Und wenn damit die Decepticons mit Galvatron, sehr staubig, muss ich gleich nochmal sauber machen. Überhaupt das Ganze. Ja, und dann gab es die englische Box, ist auch im gebrauchten Zustand. Die Originalserie, ich gucke gerade, includes all episodes. Die erste Staffel müsste das sein, von Transformers G1. Und viel Extras. Hier sehen wir das schöne Artwork und na, bleibt da. Hier muss ich jetzt aufpassen, dass mir die Discs nicht rausfallen. Ich prüfe kurz mal, ob die Discs festsitzen. Hier drin sind nur die Discs eingeklemmt, wie ihr seht. Und hier habt ihr ein schönes Artwork. Das lässt sich wirklich sehen, das sieht richtig geil aus. Ich muss mal gucken, ob ich euch das richtig zeige. Also richtig toll. Wollen wir mal gucken, wie gut die Discs sind. Das ist die erste Staffel, also von G1. Oh, jetzt habe ich hier den Schuhball, den will ich nicht zerdrücken. Ja, aber sehr gut. Probeweise. Wie gesagt, Disc 1, 2, 3, 4 hat die gesamte erste Staffel und den Pilotfilm. Der Pilotfilm besteht aus 3 Episoden und die Staffel eben halt aus 13. Ja, also kann man sagen, das ist, ich habe sie auch schon in der US-Version, es ist eine britische Version und passend dazu kam dann auch Transformers The Movie
Reconstructed. Ich weiß jetzt nicht, welcher Unterschied hier ist. The Reconstruction ist einfach, dass sie die Bilder digital aufbearbeitet haben. Das ist die erste Auflage, glaube ich, in dieser Hinsicht von 2005. Der Film ist von 1986. Hier kommt mir schon die CD entgegen, die sieht aber gut aus. Hat ein Buch, ein Handbuch. Da hat ein Handbuch drin. Und ich bin mir nicht mal sicher, es kann sogar sein, dass ich den schon habe, weil ich mir selbst mal gekauft habe. Da bin ich mir nicht sicher, weil ich mehrere Versionen habe. Inzwischen auch auf Blu-ray. Ja, das gab es auch dazu. Insgesamt 125 Euro inklusive Versand. Ist es nun Top oder Flop? Ich weiß nicht. Es hat immer noch bei mir so einen kleinen komischen Geschmack. Aber was soll's. Da sind Kommentare. Ein Like-Button, wenn es euch gefallen hat. Sagt ihr mir, was ihr dazu denkt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Die Verabschiedung muss noch mal kurz aufgeschoben werden. Ich habe mir gedacht, spontan, ich mache noch mal eine kurze Zusammenfassung für euch mit den Erkenntnissen, die ich inzwischen über den Lot habe. Und ja, ihr hattet ja mitbekommen, dass ich nicht alles identifizieren konnte. Inzwischen weiß ich eigentlich von allem, was ja wichtig ist jetzt von dem Teil. Deswegen habe ich jetzt auch nur die relevanten Teile noch hier auf dem Tisch liegen. Denn beim Reflektor weiß ich, was los ist. Da war auch nicht die dritte Figur, wie ich erwähnt habe, dabei. Da habe ich mich getäuscht. Das waren nur zwei der drei und ohne Zubehör. Aber das spielt jetzt gar keine Rolle. Ich möchte euch ein bisschen Informationen noch zu dem Teilen hier erzählen, was so dabei war, was ich ja nicht so direkt identifizieren konnte. Und zwar fange ich an mit der silbernen Kugel. Die stammt erstaunlicherweise von dem Transformers Legacy Bullcat, dem aktuell rausgekommenen Transformer. Ich habe ihn selbst nicht, aber ich blende euch ein Bild ein. Und das ist sozusagen die Faust davon. Ganz erstaunlich, dass das dabei war. Gehen wir weiter mit den anderen drei Teilen, die so als Zubehör dabei waren. Das sind alles Teile von Action Mastern. Die kleine, wie ich sag mal, lila Rakete gehört dem, muss immer auf meinen Spickzettel gucken, damit ich es richtig sage, dem Offroad Cycle. Das ist ein Motorrad mit einem Action Master, ich glaube Extra hieß er. Und ja, die Rakete gehört dazu. Und auch diese beiden Teile, der kleine Saurier und dieses orange Teil, sind beides Teile von einem Action Master. Und zwar ist dieses Teil, das orange, der Hydro Pack oder das Hydro Pack von Inferno, sozusagen eine Löscheinheit, die zu ihm gehört. Das finde ich gar nicht so schlecht. Ist auch, wie gesagt, in gutem Zustand. Und ich weiß jetzt, dass es zu ihm gehört. Wesentlich interessanter ist der kleine Saurier. Das ist Fire Beast, kommt oder gehört zum Action Master Charger. Und diese Figur ist eine europäische Exklusivfigur. Richtig ausgedrückt. Und diese Figur gibt es eben nur in Europa. Somit ist das schon recht selten und ist auch ein etwas wertvolleres Teil. Ich selbst sammle die Action Master nicht, deswegen werde ich sie abgeben, diese Teile. Also in dem Sinne. Aber darum soll es ja nicht gehen. Weiter. Ich möchte euch noch weitere ebenfalls Informationen zu den Teilen geben. Dieser zweiteilige Roboter, den ich hier hatte, wie ich euch sagte, dort fehlt noch Teil 3. Ich blende euch hier nebenbei auch Bilder ein. Ist nicht in Deutschland erschienen. Das ist einer, der rein in Japan erschienen ist. Möglicherweise sind einige Sets aber dennoch mit japanischen Logos, in Deutschland erschienen. Ich weiß auch von anderen Serien aus der Macross-Reihe, die bei uns einfach veröffentlicht wurden. Vielleicht durch kleine Firmen einfach importiert, nicht unbedingt eine Eindeutschung. Und somit mag es angehen, dass die auch eben halt hier in Deutschland erhältlich waren. Regulär gehörten sie nicht dazu, denn Diaclone, ich zeige euch das einmal hier, das ist der Katalog mit dem, was alles unter Diaclone erschienen ist. Das ist einiges, aber auch nicht so viel. Da ist zum Beispiel das Cosmo-Car erschienen. Das seht ihr hier.
das Cosmo-Car, wie ich sagte, ist in sehr gutem Zustand. Was aber fehlt hier, da waren Gummiketten drum. Die fehlen, lösen sich natürlich leicht. Vorne eine Pilotenkanzel zum Abschießen und Raketen, sowie hier vorne eine Radarschüssel. Ansonsten ist der heil. Ja, ein bisschen schade, dass die Teile fehlen. Sind auch ein bisschen schwieriger zu bekommen, aber andererseits, das ist heil und das freut mich. Leider, die Piloten, das waren so kleine Männchen mit Magneten an den Füßen, die auch hierbei waren normalerweise, das ist in Deutschland nie erschienen. Und die gehörten ja auch zu Transformers überhaupt dazu. Denn viele G1-Transformer, sei es nun Optimus Prime, Jazz, Ratchet und so weiter, haben eine Pilotenkanzel, wo eine Figur reingehört. Also wirklich so eine Kanzel, im Stil, auch die Dinobots, eine Kanzel im Stile wie hier. Ja, also das mal so unabhängig davon. Jetzt habe ich das schon vorgezogen. Also das ist nicht in Deutschland offiziell erschienen. Es mag, wie gesagt, erhältlich gewesen sein. Dieser Roboter, wenn er vollständig ist, es fehlt der dritte Teil, also der dritte Teil vom Roboter, der Kopf. Der ganze Roboter, jetzt muss ich wirklich das richtig ablesen, heißt Varudaros. Varudaros, ja, ist so ein Insektenkopfroboter. Klingt spannend. Mal sehen, ob ich ihn vervollständige. Ich weiß es noch gar nicht, wie ich damit weiterverfahre. Aber ja, ihr habt hier ein paar Bilder gesehen, eben halt von Varudaros. Spannende Figur und auch, ja, echt klasse anzusehen. Naja, das war das Update. Und jetzt noch ein paar Eindrücke von dem ganzen Pack mit ein paar Bildern und bis zum nächsten Mal. Richtig, jetzt bis zum nächsten Mal.